Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu Sinusseriöse Sondervorstellungen. Ich glaube sogar Nummer 4, dritter Akt, erster Teil von Rising Stars. Und wir beginnen auch sofort wieder mit der Geschichte. Und zwar, wir sehen hier wieder Jason Miller, der wieder Matt besucht, der immer noch im Koma liegt. Mittlerweile haben wir 20 Jahre verstrichen und Matt liegt schon in so einer Art, ja, wie soll ich sagen, in so einer Art Denkmal und so weiter. Ist immer noch im Koma, ist immer noch nicht erwacht. Und Matt erzählt ein bisschen, oder beziehungsweise Jason erzählt Matt ein bisschen, was mittlerweile passiert ist in den letzten 20 Jahren. Chandra, man sieht sie hier oben, gibt Wohltätigkeitsveranstaltungen ab, wie wir bereits erfahren haben. Tun alle Specials jetzt, die wollen sie die Welt verändern nach ihrem Bilde und zu einer perfekten Welt machen. Und Chandra wiederum gibt natürlich Wohltätigkeitsveranstaltungen ab, wobei das Geld dann in Stiftungen und halt in notdürftige Lagen finanziert werden. Dann erfahren wir, dass es mal ein Special gab namens Brody. Brody hat so gesehen überhaupt keine Fähigkeiten am Anfang gezeigt, aber wie sich später herausgestellt hat, ist er ein verdammtes Genie. Und dadurch, dass die anderen Specials gestorben sind, wurde er immer klüger, wo die anderen immer stärker und so weiter wurden, wurde er halt immer klüger, hat mehrere Patente angemeldet und mit dem Geld wiederum die anderen Specials unterstützt, beziehungsweise auch einen Teil dazu beigetragen, dass die Welt eine bessere wird. Man erfährt auch wiederum, was mit, dass Jason halt weiter abgerüstet hat, bis auf einen Atomsprengkopf pro Nation. Die sollte halt bleiben zur Abschreckung, beziehungsweise dadurch, dass man halt den Feind vernichten kann, aber nicht direkt die ganze Welt. Wie wir hier oben nochmal sehen, hier ist nochmal das Loch und Jason leidet leider an einer Strahlenkrankheit und als er nochmal seine Familie besucht hat, sind leider dabei alle gestorben. Seine Frau, seine Tochter und sein Sohn. Währenddessen baut Poet an irgendwas, was noch nicht näher genannt wird, zusammen mit Brody. Aber das wird sich noch zeigen, was das jetzt ist. Dann wiederum finden wir heraus, was Randy gemacht hat, alias Raven Shadow. Er hat mittlerweile komplett New York von Drogendealern befreit, ist dann weitergezogen nach Jersey, wo er da weitergemacht hat, und dann nach Pennsylvania und hat die Leute bzw. die Bürger dazu aufgerufen, dass sie sich doch auf die Straße gehen sollen, dass sie sich mehr um die Nachbarn kümmern sollen, dass sie gucken sollen, wenn ein Junge ein blaues Auge hat, was eigentlich untypisch für den Jungen ist, dass sie sich mehr um die Mitmenschen kümmern sollen. Daraufhin gehen ein paar Bürger raus mit Raven Shadow Masken, sodass die Leute die Angst haben sollen. Daraufhin wiederum erzählt er das sogar einer Vollversammlung den Vereinten Nationen, wodurch er sehr viel politische Macht bekommt. Wir sehen hier nochmal General Preston, der ein Mittel gefunden hat, die Specials auszuschalten. Und zwar, die Specials, wie wir ja wissen, haben ihre Kraft durch Energie bekommen. Aber diese Kraft kann man neutralisieren für einen gewissen Moment, wenn sie mit einem EMP-Schlag ausgesetzt werden. Und das erste Testopfer haben sie leider auch schon gefunden, und zwar da Jerry ein Dorn im Auge ist für die Bolivianische Republik, indem man natürlich alle Kokainplantagen in der gesamten Nation ausgebrannt hat, aber die Schmiergelder wiederum von den Nationen dann wiederum fehlen, stellen sie Jerry eine Falle. Hier sehen wir auch mal noch das Bild von Jason, wie er mittlerweile aussieht, dank der Strahlenkrankheit, wie es ihn mittlerweile zermürbt, aber er kümmert sich immer noch nach den 20 Jahren immer noch um Matt. Und das finde ich ein ziemlich geiles Cover, muss ich ehrlich sagen. Ja, hier sehen wir, wie die Falle gestellt wird für Jerry, beziehungsweise wie er nochmal ein Gespräch bekommt mit seinem Boss, dass er gute Arbeit leistet und dass sein Sohn halt quasi von einem Drogendealer gestorben ist und dass sie da wiederum eine Drogenplantage eröffnen wollen oder aufbauen wollen, und er bittet Jerry halt darum, dass er diese Drogenplantage direkt ihn festmacht, was sich natürlich als Falle herausstellt. Und hier wird er getroffen vom EMP-Schlag. Dauert ungefähr 20 Minuten, bis er seine vollständigen Kräfte wiederbekommt. Also so kriegt er es jedenfalls per Funk mit vom Militär.
Also hat er 20 Minuten ohne seine Kräfte Zeit zu überleben, bis er dann wirklich wieder fliehen könnte. Er schafft es soweit auch, also er schafft es, einen Soldaten oder mehrere Soldaten dann umzulegen bzw. ins Koma zu prügeln. Doch als er aus dem Gebüsch tritt, tritt er der gesamten Armee gegenüber, versucht nochmal mit ein paar Schusswunden dann davon zu laufen, aber leider schafft er es nicht. Daraufhin wird Brody kontaktiert. Brody hat sich etwas in sein Nervensystem installieren lassen, was jede Wirkung sofort in einer Art Alarm umgeht, dass wiederum alle anderen, also alle Specials angerufen werden und die Specials, die sich dann nicht melden, die könnten halt in Gefahr sein. Daraufhin findet er natürlich heraus, dass es Jerry ist, wobei sich Poet direkt auf dem Weg dorthin macht, da die Signatur, also die Energiesignatur, die letzte, noch ziemlich schwach zu spüren ist. Und er daraufhin natürlich versucht, Antworten zu finden, wie sie es denn rausgefunden haben, wie man die Specials denn töten kann, beziehungsweise was denn nun die Schwachstelle ist. Wie man sieht, er erkennt auch keine Gnade. Er lässt mal einfach so einen Soldaten aus, keine Ahnung, 120 Meter oder so runterfallen. Also er ist ziemlich angefressen, was das angeht. Und schwört darauf natürlich Rache. Worauf er wiederum General Preston begegnet. Und er fragt ihn, warum er denn die Specials töten möchte. Ich meine, die Specials selbst sind ja nicht unsterblich. Er hätte einfach nur warten müssen, bis sie wirklich gestorben sind. Darauf antwortet der General einfach nur, dass er es noch erleben möchte, wie alle Specials sterben. Was natürlich ziemlich krank ist. Und durch den Schock bzw. die Aufregung krepiert er an einem Herzinfarkt. Das ist natürlich ein ziemliches Ironie des Schicksals. Aber gut. Brody wiederum kümmert sich derweil um neue Identitäten für alle Specials, da jetzt natürlich alle in Gefahr sind, beziehungsweise einige Specials ja in Erscheinung getreten sind, wie Raven, Shadow oder Chandra. Verpasst er allen neue Identitäten, neue Versicherungsnummer, neue Lebensläufe, Führerscheine, alles, was man halt so braucht, damit diese wieder untertauchen können. Aber nichtsdestotrotz wollen die Specials ihren Heldentaten weitergehen, nur halt mit einer neuen Identität. Daraufhin fährt das Militär, weil Matthew natürlich noch im Koma liegt, fährt das Militär direkt als nächstes zu Matthew. Hier sieht man nur über die Atomsprengköpfe, die Jason Miller mittlerweile gebunkert hat, beziehungsweise gelagert hat. Was natürlich das Militär wiederum nicht gerade toll findet, da sie dadurch ihre Übermacht verlieren. Jason kriegt das sofort mit und fliegt mit Lichtge oder mit Macht 2, keine Ahnung, Macht 2 Geschwindigkeit direkt zu Matthew und kriegt den EMP-Schlag von ihm ab. Kann sich noch gerade so an der Fensterbank retten bzw. festhalten, aber die Schützen feuern trotzdem auf seinen Rücken ein. Aber er schafft es noch gerade, sich hochzuziehen und zu Matthew ans Bett zu kriechen bzw. zu kriechen. Worauf er sich nochmal mit ein paar Soldaten anlegt, erschossen wird mehrmals. Und mit seinem Blut berührt er nochmal Matthew. Und daraufhin, ja, wie soll man es sagen, wird ein Kurzschluss oder beziehungsweise wird er reaktiviert. Natürlich dadurch, dass ein Special stirbt und natürlich, dass er nochmal mit seinem Blut ihn berühren kann. So wird das so ein bisschen erklärt. Und Matthew wacht endlich auf. Natürlich direkt angefressen, weil er bekommt ja alles mit. Also er hat alles mitgehört, auch über die gesamten 20 Jahre hört er halt alles, aber er kann sich nur nicht bewegen. Es ist quasi so eine Art Wachkoma. Nimmt natürlich sofort Rache an den ganzen Soldaten. Zerstört alle Fahrzeuge, alle Trucks. Daraufhin erzählt ihm Jason, dass er alle Unterlagen bzw. alles, was er beweisen könnte, oben in diesem Turm, also in diesem Krankenhausturm, oben gelagert hat und archiviert hat, dass er sich damit bitte an das Pentagon bzw. an das Parlament wenden soll.
weil die Regierung natürlich direkt versucht, diese gesamte Sache zu vertuschen, beziehungsweise die Specials der Bevölkerung gegenüber immer noch als Feinde darzustellen. Und hier sieht man, wie Matthew wieder in seinem Anzug, Jason halt, der jetzt gestorben ist, in der amerikanischen Flagge in der Hand hält und nur dem Präsidenten sagt, ich kann alles beweisen. Und damit endet der vierte Teil von Rising Stars und wir kommen damit auch zum, ja, nächste Woche, dem letzten Teil des Ganzen. Lasst mir einen Kommentar da, Daumen nach oben, haut da rein.